Herr Dr. Ewald. Sie sind Facharzt für Orthopädie an der Gelenkklinik und haben sich auf konservative Behandlungsansätze spezialisiert. Können Sie kurz erklären, inwiefern Sie Patienten, die sich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen lassen wollen nach der ERAS-Methode, wie Sie die konservativ unterstützen können? Prinzipiell sind wir natürlich immer konservativ zuerst am Behandeln, bevor wir etwas operieren wollen. Und selbst wenn wir dann zu einer Operation kommen, können wir konservativ natürlich das Möglichste tun, um den Patienten vorzubereiten. Das betrifft einmal, dass wir die Muskelsituation, die Beweglichkeit insbesondere frei bekommen, weil dann auch die Genesungszeit im Anschluss der Patient schneller wieder mobil ist. Und das nächste ist auch natürlich, dass wir auch über die Ernährung Einfluss nehmen können, aber Physiotherapie, Bewegung, die richtige Ernährung als Operationsvorbereitung, gerade auch im ERAS-Konzept, macht Sinn und verkürzt praktisch die Genesungszeit und die Liegezeit letztendlich. Und welche Rolle spielt dabei die aktive Beteiligung des Patienten? Das spielt die absolut entscheidende Rolle. Das ganze ERAS-Konzept ist eigentlich um den Patienten gebaut, sodass wir ihn in seiner Genesung bestmöglich, also seine Erholung bestmöglich unterstützen wollen. Das betrifft also vor der Operation die Betreuung, das betrifft die gute Operation an sich über minimale Zugangswege, aber auch die frühe Mobilisation zur schnellen Erlangung der Selbstständigkeit und schnellen Erholung nach Operation. Vor allem die Ernährung spielt da auch eine wichtige Rolle. Ich habe aufgeschnappt, dass der anabole Stoffwechsel den Heilungsprozess unterstützt. Können Sie das kurz erklären, was das bedeutet? Die anabole Stoffwechsellage bedeutet, dass der Patient in der Lage ist, genügend Energie, genügend Bausteine hat, um Gewebe aufzubauen im Körper. Dass man ihn praktisch optimal darauf vorbereitet, dass Heilung stattfinden kann und er nicht auf seine eigenen Ressourcen zurückgreifen muss. Können Sie da spezielle Ernährungstipps geben, was der Patient beachten muss vor so einer Operation? Also schon vor der Operation ist es wichtig, dass der Patient sich möglichst ausgewogen ernährt, eben weil das den Körper optimal auf den Angriff vorbereiten kann und die Genesung fördert. Das bedeutet, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr muss geachtet werden, ausgewogene Mahlzeiten mit proteinreicher Ernährung, viel Obst, Gemüse, eher Vollkornprodukte, mageres Eiweiß eben und gesunde Fette. Dabei ist das Eiweiß extrem wichtig, weil es zur Reparatur von Gewebe, von Muskeln, für Heilungsprozesse auch zum Muskelaufbau benutzt wird. Und was sind so speziell eiweißhaltige Nahrungsmittel? Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Genau, das wären zum Beispiel eben mageres Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte und Milchprodukte, was man zu sich nehmen sollte, genau. Ballaststoffreiche Lebensmittel sind ebenfalls wichtig, auch weil die zum Beispiel eine Verstopfung vorbeugen können. Da wäre es ebenfalls Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse sinnvoll. Vermeiden sollte man übermäßigen Zucker und auch diese gesättigten Fette. Da wären dann günstiger, wenn man zum Beispiel kaltgepresste Öle wie Olivenöl, Rapsöl, Walnussöl oder Leinöl zu sich nimmt. Inwiefern ist denn Zucker zum Beispiel schädlich für Patienten, denen eine OP bevorsteht? Also Zucker kann einfach die Entzündungsreaktion im Körper anheizen oder verlängern. Okay. Und was natürlich der Heilung etwas entgegensteht. Weiterhin sollte man natürlich gucken, dass übermäßiger Alkoholkonsum oder auch Rauchen, dass man möglichst das vor einer Operation ebenfalls reduziert oder sein lässt, im besten Fall, damit, weil es einfach den Heilungsprozess beeinträchtigen kann. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr starker Raucher ist, was würden Sie empfehlen? Muss er dann 2 Wochen vor der OP schon aufhören, oder reicht es, wenn er irgendwie am Abend vorher aufhört? Man kann es zum Beispiel natürlich auch etwas überbrücken über Nikotinpflaster, also dass dem Körper eben trotzdem Nikotin zugeführt wird und dass man eben diese Handlung des Rauchens einfach reduzieren kann. Und jetzt nochmal zurück zur Ernährung. Ist es dann auch wichtig nach der Operation, dass der Patient sich weiterhin so ernährt und für welchen Zeitraum wäre das sinnvoll? Genau, das ist ja gerade das Thema der anabolen Ernährung, dass man dem Körper also möglichst viele Stoffe zur Verfügung stellt, damit eben Stoffe, Energie, dass Heilung stattfinden kann und er sich möglichst schnell erholt. Eben da ist ebenfalls diese
reiche Ernährung wichtig. Und für 4 Wochen sollte das zumindest der Fall sein. Man muss diese Ernährung immer auf den Patienten anpassen. Das heißt, in Einzelfällen kann auch sowas wie Eiweißdrinks oder Multivitaminpräparate oder Mineralstoffpräparate sinnvoll sein. Und das geht zum Beispiel auch für Patienten, die sich fleischfrei oder fischfrei ernähren. Genau. Also es gibt natürlich auch natürliche Proteinquellen nicht tierischen Ursprungs. Da wären dann eben diese Hülsenfrüchte relativ zentral. Okay, dann vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen alles Gute.